Hey Leute, was geht ab, Leute? Hunger? Willkommen zurück zu unserer kleinen Kooperation mit dem Kollegen Stormy. Wir vergleichen die zwei Spiele Pokémon Go und Jurassic World Alive. Ihr wisst, ich hab das eine Zeit lang gezockt. Zock es jetzt wieder ein bisschen vermehrt, vor allem jetzt durch den Kollegen. Und ich hatte sehr viel Spaß an dem Spiel. Es gibt viele Punkte, die mir gefallen haben. Deswegen vergleichen wir das Spiel. Und heute in der Folge vergleichen wir, deswegen mache ich auch die Reihe, genau deswegen habe ich die Idee bekommen, vergleichen wir ja, das PvP-System, das Kampfsystem. Und in der letzten Folge haben wir uns die Komplexität der Kreaturen angeschaut. Schaut vorbei auf dem Kanal vom Kollegen. Haben wir uns das angeschaut, wie tiefgehend ist das Spiel quasi. Also wie komplex sind die Pokémon, wie komplex sind die Saurier bei Jurassic. Das haben wir uns das letzte Mal angeschaut. Ja. Und heute geht es, wie der gute Hong das schon gesagt hat, darum, die beiden Kampfsysteme mal auseinanderzunehmen und zu gucken, was ist gut, was ist nicht so gut bei beiden Spielen. Da gibt es sicherlich bei beiden was. Und wie könnte man das verbessern? Und da ist es auf jeden Fall auch ganz wichtig, dass ihr mal in die Kommentare schreibt, wie würde für euch bei Pokémon das ideale Kampfsystem aussehen? Also wie würdet ihr euch das wünschen, dass ihr lange Zeit daran Spaß habt? Weil ich finde, Kämpfen, das ist, denke ich, auch sogar ein wichtiger Punkt, wo wir gleich noch drauf eingehen, ist ganz wichtig, dass man das auch von der Couch aus mal machen kann, ja. Und dass man nicht unbedingt raus muss, wenn es gerade am Regnen ist oder so. Das finde ich zumindest bei mir, finde ich das ganz wichtig. Klar, ich gehe gerne raus zum Fangen von Pokémon, zum Fangen von Sauriern. Aber dann will ich auch dennoch mal hier, wenn ich daheim, keine Ahnung, auf der Couch liege, so zwischendurch ein Ründchen kämpfen. Das finde ich einfach, das ist schon mal so ein Hauptpunkt. Und da haben wir halt jetzt verschiedene Sachen vom PvP-System, von den Raids, von den Strike-Events bei Jurassic, da haben wir ja jetzt verschiedene Sachen. Genau. Am besten machen wir es so wie die letzte Folge. Erzählst du mal ein bisschen, wie es bei Jurassic World Alive aussieht, wie das da genau abläuft, und dann können die Zuschauer das mal direkt vergleichen mit Pokémon Go. Genau, das würde ich auch so sagen. Ihr habt jetzt, ihr kennt ja sicherlich die ganz normalen Raids von Pokémon Go. Ja, die Raids, die muss ich euch nicht erklären, die könnt ihr mir wahrscheinlich sogar erklären. Und das ist einfach das, eine Möglichkeit, um auch besondere Pokémon, sage ich mal, zu bekommen, die einem auch in dem Spiel, die einfach nice to have sind, wenn man sie sammeln möchte. Das ist auch so bei Pokémon der Hauptfokus. Man sammelt alle Pokémon. Und das sieht man eben auch schon, dass es da, das hatten wir schon in der ersten Folge, es gibt viel, viel mehr verschiedene Pokémon, als es viel mehr verschiedene Saurier gibt. Und da ist eben ein grundlegend anderes Kampfsystem dahinter. Ja, zu einem Raid, da nehmt ihr 6 Pokémon mit. Ihr könnt vorher, ihr wisst die Schwächen des Raid-Bosses, nehmt ihr also genau die starken Pokémon mit, dass ihr den mit möglichst wenig Leuten möglichst schnell platt machen könnt. Und das ist auch schon ziemlich gut. Ja, das heißt, ihr nehmt 6 Pokémon mit, ihr macht das Ganze außerhalb mit anderen Spielern zusammen. Das heißt, ist auch der Nachteil, ihr müsst euch dafür rausbewegen, ja. Aber habe ich immer gerne gemacht, weil man da einfach die ganzen Leute wieder sieht, und das finde ich, das ist halt so ein bisschen der Unterschied, weil Pokémon eben auch viel mehr Leute spielen. Es macht halt richtig krass viel Spaß, gerade wenn das Wetter draußen geil ist und du dann mit anderen Leuten Raids machst. Und ich denke, das geht dir genauso. Das ist halt, das macht richtig viel Spaß. So, und bei Jurassic ist das ein bisschen anders. Ja, bei Jurassic braucht ihr nicht unbedingt jemanden dabei haben, um so eine Art Raid, das ist jetzt hier in dem Fall kein Raid, das ist ein Strike-Event, nennt sich, um das abzuschließen. So, und bei einem Strike-Event, ja, da kämpft ihr nicht nur gegen eine Kreatur, wie es beim Pokémon bei einem Raid ist, sondern da habt ihr verschiedene Stufen und verschiedene Anzahl von Gegnern schon mal. Das heißt, das kann losgehen, dass es wirklich ein einstufiges Event ist. Da kämpft ihr nur gegen einen Saurier. Der ist dann aber in der Regel deutlich überlegen gegenüber eurem Level. Ja, es gibt verschiedene schwierige Stufen. Das ist ja bei Pokémon genauso, bei den Raids. Da gibt es ganz leichte, die könnt ihr alleine auch schaffen. Und bei Jurassic, da habt ihr erstmal nur die Möglichkeit, das alleine zu machen. Und da gibt es verschiedene Schwierigkeitsstufen, und das ist von vornherein so, ihr könnt, wenn ihr frisch mit dem Spiel anfangt, ihr könnt gar nicht alle Strike-Events schaffen. Ja, wenn ihr ganz frisch anfangt und wollt morgen Strike-Events probieren, ihr werdet wahrscheinlich die wenigsten davon schaffen. Und das ist so auch der erste Punkt, wo ich so richtig angefixt wurde. Ey, ich habe das nicht geschafft, aber ich will das schaffen, und deswegen muss man seine Saurier wieder verbessern. Und das ist bei Pokémon halt nicht so, finde ich zumindest. Klar, du brauchst da auch, wenn du jetzt anfängst, du schaffst morgen auch fast keinen Raid. Das ist, denke ich, gleich. Aber ich spiele das Spiel jetzt seit einem Dreivierteljahr, also seit Release, und es gibt immer noch Strike-Events, wo ich richtig krass gefordert werde, die ich gerade so nur schaffe. Und wenn ich da nicht die richtige Taktik dahinter hätte, würde ich die auch gar nicht schaffen. Ja. Wohingegen ihr bei Pokémon 6 Pokémon mitnimmt, nehmt ihr bei Jurassic 4 Pokémon mit, wobei, 4 Pokémon sage ich schon, ja moin, 4 Saurier mit. Aber von diesen Sauriern
dürfen schon mal nur zwei Stück sterben. Stirbt der dritte, habt ihr das Ganze verloren. Das ist auch schon mal, da seht ihr schon mal dran, dass das deutlich fordernder ist. Ja, und das Ganze ist halt eben auch nur alleine möglich und du musst dir quasi jedes Mal eine Taktik überlegen, weil das immer andere Saurier sind, gegen die du kämpfst. Aber da wirst du ja sicherlich auch sagen, die Raids, die haben eigentlich immer viel Spaß gemacht in Pokémon. Wenn man die ganzen Leute wieder sieht und wenn man vielleicht mal was ganz knapp in der Zeit geschafft hat. Oder wie denkst du, ist das, also wie ist dein Empfinden? Weil ich spiele momentan kein Pokémon, du spielst es ja noch, du spielst es schon sehr, sehr lange. Also Raids sind momentan wirklich das Herzstück von Pokémon geworden. Also alles basiert auf den neuen Raid-Bossen, den legendären Raid-Bossen. Wenn da ein neuer rauskommt, dann geht es erstmal wieder richtig ab. Also das ist echt momentan echt das Herzstück von Pokémon Go geworden. Genau, da geht es dann um das Sammeln von den neuen. Ich ärgere mich auch ein bisschen, ja, dass ich die letzten nicht mehr gemacht habe, weil das war auch bei mir so. Das hat ultra viel Spaß gemacht. Ja, das ist zwar auch häufig das Gleiche, das ist bei Jurassic aber ähnlich. Die Strike Agents können natürlich auch wieder auftauchen. Das ist vielleicht auch noch ein grundlegender Unterschied. Wenn so ein Raid-Boss auftaucht, dann ist er immer für eine bestimmte Zeit da und es können auf der Karte ganz täglich, ja, die Raids auftauchen und man hat quasi, wenn man sich die Raid-Pässe kauft, eine unendliche Anzahl, die zu machen. Bei Jurassic ist das ein bisschen anders. Die Strike-Events, die tauchen immer, zum Beispiel heute ist eins aufgetaucht, das taucht nur, das ist auf der Karte bis morgen um 15 Uhr und das kann jeder nur einmal abschließen. Wenn man das geschafft hat, kann man es nicht nochmal machen. Das heißt, die Belohnung bekommt man auch noch nur einmal und als Belohnung bekommt man eben wieder DNA, dass man die Saurier besser machen kann und Coins. So, und als Belohnung bei einem Strike, bei einem Raid bekommt man natürlich, wenn man vernünftig fangen kann und ein bisschen Glück hat, das Pokémon. Das heißt, man hat auf beiden Spielen, und das finde ich auch an beiden Spielen auf ihre Art und Weise gut, ein Ziel dahinter, zumindest bei dem Raid und beim Strike-Event, warum man das machen soll. Bei Pokémon eben, um die zu fangen, um bessere Pokémon zu fangen mit den besseren WP und natürlich am besten ein 100%iges und, wenn es dann noch geht, ein Shiny. Ja, das ist, finde ich, das war für mich schon immer eine krasse Motivation, die zu machen. Und bei Jurassic, die tauchen eben wirklich nur eine begrenzte Zeit auf, also eine sehr kurze Zeit. Wie jetzt hier das hier, das dauert 23 Stunden und da hat man nur eine sehr kurze Zeit, das zu schaffen. Und das kann in ein paar Wochen nochmal auftauchen, muss es aber nicht. Und man hat erstmal einen Versuch, schafft man das Ganze nicht. Ja, hat man bei Pokémon den Raid verkackt, kann man in der gewissen Zeit den kostenlos nochmal machen. Bei Jurassic ist es nicht so. Ja, deswegen muss man da unbedingt sich überlegen, mit welcher Taktik man da rangeht. Und deswegen ist das halt auch so fordernd, sage ich. Aber es soll ja jetzt nicht nur um Raids gehen und um Strike-Events. Das ist, denke ich, schon, wie du sagst, das Herzstück von Pokémon. Das hat mir auch immer unglaublich viel Spaß gemacht. Und es geht ja, soll ja auch um die PvP-Kämpfe gehen, ja. Bei Pokémon als auch bei Jurassic. Das ist, glaube ich, das ist seit Anfang an oder fast seit dem ersten Tag implementiert gewesen. Das waren bei Pokémon die Arena-Kämpfe. Und bei Jurassic eben wirklich PvP-Kämpfe. So, und das ist so ein bisschen unterschiedlich. Arena-Kämpfe, da muss man auch wieder für rausgehen, muss an der Arena ranstehen, man nimmt wieder 6 Pokémon mit und bekämpft bis zu, momentan, ich hoffe, ich täusche mich da nicht, bis zu 6 Pokémon. Es waren auch mal, waren es mal 10, ja, ne? Es waren mal 10. Ja. Genau, wie fandest du das Alte, dass man da die Arena noch pushen konnte, also verbessern konnte? Oder fandest du das besser oder fandest du das schlechter als heute? Also, das ist ein sehr kompliziertes, schwieriges Thema. Weil ich bin ein sehr großer Verfechter des alten Systems. Okay. Das heißt, du findest das Neue schon ein bisschen besser. Nee, schlechter. Das Alte fand ich gut. Das Alte fandest du gut, ja. Also ich fand das Alte auch deutlich besser, muss ich wirklich so sagen. Da hatte das eben nämlich auch Taktik. Genau. Schon allein. Aber das dauert jetzt zu lang. Ihr wisst es sicherlich alle, ihr kommt ja von Hongseim oder ihr seid ja auf Hongseim Kanal aktiv. Ihr wisst ja, wie das Alte war, ja. So, und bei Jurassic gibt es, sage ich mal, jetzt nicht direkt auf der Karte Arenen, die ihr einnehmen könnt. Das ist vielleicht ein bisschen schade, weil das fand ich bei Pokémon schon immer cool, dass man direkt auf der Karte sieht, welches Team, welche Farbe jetzt am aktivsten war und die ganzen Dinge eingenommen. Das finde ich ist gar nicht, das ist schon echt cool bei Pokémon. Sowas gibt es jetzt bei Jurassic nicht direkt. Es gibt dafür ein PvP-Kampfsystem, wo man gegen wildfremde Spieler aus der ganzen Welt gegen kämpfen kann. Und dahinter ist eine Rangliste. Ja, ich hatte das im letzten Video gesagt, es gibt eine Rangliste, die wird zu jedem Saisonstart, es findet so alle, ja, 2 Monate startet eine Saison, die dauert so üblicherweise 2 bis 3 Wochen. Da werden diese Punkte ab einer gewissen Grenze resettet. Das ist bei 4.500 momentan. Das heißt, wenn man vorher 5.000 hat, fällt man auf die Differenz von 4.500 und 5.000 zurück, also auf 4.750. Das heißt, ihr werdet einfach resettet auf einen gewissen Wert. Alle, die da drunter sind, die noch nicht so lange spielen, die bleiben bei ihrem Wert stehen. Und das finde ich schon mal einen ersten Punkt, der richtig gut ist. Das heißt, es gibt immer wieder ein bisschen einen Reset
und man hat wieder neu das Ziel, natürlich besser zu werden oder besser zu werden. So, und von dem Kampfsystem selbst, ja, bei Pokémon, es stehen 6 Pokémon in der Arena und ihr nehmt 6 Pokémon mit, könnt vorher schon schauen, was steht da drin und wie besiege ich jetzt die Arena. Fand ich persönlich auch nie so wirklich schwer, vor allen Dingen, weil man so eine Arena auch mit mehreren Leuten gleichzeitig besiegen kann. Deswegen fand ich das von vornherein nie so schwer, sowas zu machen. Aber was richtig gut ist an der Arena, wenn ihr das dann schafft und die Arena eingenommen habt und die eine gewisse Zeit haltet, da bekommt ihr eben diese Ingame-Währung. Die Ingame-Währung ist ganz wichtig, die gibt es bei Jurassic auch, die gibt es in jedem Spiel heutzutage, die kann man für Echtgeld kaufen, aber hier kann man sie bei Pokémon auch verdienen. Und die kann man dann wiederum für Sachen, die einen dem Spiel weiterbringen, verwenden. So, bei Jurassic gibt es diese Währung auch, die kann man aber durch das Kämpfen nicht direkt bekommen. Die kann man täglich kostenlos auf der Karte einsammeln, das ist ein anderes Thema. So, bei dem Kämpfen geht es bei Jurassic aber erstmal darum, wohingegen es bei Pokémon darum geht, eben wirklich lange dann in der Arena zu stehen und sich die Währung zu verdienen. Da geht es bei Jurassic darum, dass ihr gegen andere gewinnt. Dafür bekommt ihr Coins, die braucht ihr zum Verbessern von den Sauriern. Und dass ihr solche Brutkästen bekommt. So, und diese Brutkästen enthalten ja die DNA. Und damit verbessert ihr wieder eure Saurier. Das heißt, das ist eigentlich so ein Teufelskreis, ja. Ihr kämpft, sammelt DNA, werdet besser, könnt dann ein bisschen besser kämpfen, kommt ein bisschen weiter und sammelt wieder weiter DNA. Und das macht halt jeder. Und deswegen wird jeder auch konstant besser und deswegen von der Position kann man da gar nicht wirklich voran, ja. Weil jeder sich immer kontinuierlich verbessern will, mehr kämpfen will, dass er mehr rausbekommt und so weiter. So, und von dem Kampfsystem ist es so, ihr habt ein Team von 8 Sauriern, ja, wovon erstmal schon mal 4 zufällig ausgewählt werden. Das heißt, ihr könnt von vornherein gar nicht zu 100% sagen, welche ihr jetzt mitnehmen wollt. Das ist vielleicht ein bisschen negativ, aber wenn man das länger verfolgt, macht es das Ganze doch spannender. Denn wenn man immer die 4 gleichen mitnehmen würde und würde immer mit denen kämpfen, dann würde irgendwann, denke ich, würde es langweilig werden. Und da habt ihr schon mal auf jeden Fall ja den Zufall drin, dass ihr ein bestimmtes Team bekommt und ihr seht das am Anfang vom Kampf und könnt dann den ersten Saurier auswählen. Und dann entscheidet ihr halt, ah, welchen spiele ich jetzt als erstes, welchen spiele ich gleich. Und dann kämpft ihr gegen den anderen Spieler. Und Ziel ist es natürlich, der beiden Spieler 3 von dem gegnerischen Sauriern zu besiegen. Denn dann gewinnt man den Kampf. Das heißt, das sind dann wirklich Live-Kämpfe gegen andere. Und bei Pokémon ist es ja so, ein statischer Kampf, die Pokémon stehen in der Arena. Der verteidigt, der kämpft gar nicht wirklich. Das heißt, das macht eine AI, die kämpft automatisch. Und das ist halt bei Jurassic schon mal ganz, ganz anders. Da habt ihr wirklich diese 1-gegen-1 Kämpfe und die könnt ihr auch von daheim aus machen. Die sind global verfügbar. Ihr könnt das auf der Couch machen, egal wo ihr gerade seid, im Stau steht. Könnt ihr gegen andere Spieler kämpfen. Warum ist das jetzt so attraktiv? Weil das wird dir, denke ich, auch nach einer Zeit langweilig. Ja, es gibt einfach eine Rangliste und wenn es eine Rangliste gibt, dann will man natürlich besser werden. Das heißt, wenn ihr gewinnt, bekommt ihr Trophäen, so nennt sich das Ganze, dabei. Verliert ihr einen Kampf, verliert ihr auch Trophäen. Das heißt, da müsst ihr wirklich auch gut kämpfen, um besser zu werden. Das heißt, ihr könnt eure Trophäen verlieren und seid dann wieder hinter eurem Freund im Ranking oder so. Das heißt, ihr könnt auch direkt mit euren Freunden, die das Spiel auch zocken, ah, guck mal, ich habe gestern gewonnen, ich bin jetzt bei so viel Trophäen. Das ist halt richtig, das ist halt eine Rangliste, das finde ich, da hat man richtig anderen Ansporn. Oder wie siehst du das? Genau, so ist es. Also es gibt halt echt einen Sinn dahinter. Und es gibt ja nicht nur die Rangliste. Je höher du bist, desto mehr Preise kriegst du ja am Ende. Oder genau. Und wie gesagt, du hast ja gesagt, die Inkubatoren gibt's. Also es gibt wirklich Gründe zu zocken und zu kämpfen. Und jetzt im Vergleich zu Pokémon, selbst der Verlierer kriegt dasselbe wie der Gewinner. Also es gibt nicht mal einen Grund zu gewinnen. Momentan ist halt echt so. Ah, das ist dann bei dem Freundeskampfsystem so. Ja, deswegen, ich frage gerade, weil das kenne ich ja noch gar nicht. Das heißt, da wenn ich jemanden, jetzt serious, das wusste ich nicht, dass es so ist. Bei Freundeskampf muss ich direkt bei der Person beistehen? Muss ich in einem gewissen Umkreis sein? Oder könnte ich jetzt von hier auch gegen dich kämpfen? Es gibt 2 Möglichkeiten. Also ja, wenn ihr nebeneinander steht. Oder wenn ihr mindestens Hyperfreunde seid, also dritte Stufe der Freunde. Okay. Ja. Dann könnt ihr auch auf Entfernung gegeneinander spielen. Warte, dritte? Okay. Ja. Doch, dritte, ja, genau. Und das heißt, wir würden, wenn ich, das heißt, mir wäre es ja egal, ob ich verliere oder gewinne, weil ich das Gleiche bekomme. Ja, das ist es. Oh, das ist aber echt, das ist lame. Sorry, aber das ist, okay, das wusste ich noch gar nicht. Genau so ist es. Ja, nee, ich hab noch keinen Freundeskampf gemacht, den Pokémon- oder PvP-Kampf, weil ich vorher aufgehört hatte. Ja, weil
Ich hatte nicht mehr sogar. Ich habe mehr Jurassic gespielt, so war es einfach. Weil das für mich vom Kämpfen her, da muss man sich mehr reindenken. Aber wenn das wirklich so ist, dass es egal ist, ob man gewinnt oder verliert, klar, die Sachen, die man da bekommt, die braucht man sicherlich auch fürs Spielen. Von daher ist es sinnvoll, sowas zu machen. Aber ich glaube, jetzt mal ehrlich, Leute, da strengt ihr euch dann wirklich an, wenn es keine Rangliste dahinter gibt oder. Ja, also das, deswegen, also ich würde mich doch nicht anstrengen. Ich würde doch dann schnell versuchen, dass der Kampf über die Bühne ist, möglichst schnell verlieren, dann habe ich schnell die Belohnung. Genau so. Also so. Okay. Du redest ja, das ist für alle Spieler gerade, die Pokémon Go zocken, halt, weil es halt genauso ist. Es gibt drei, du kannst am Tag maximal drei Belohnungen bekommen. Pro Trainer. Okay. Dann gibt es halt noch ein, also Teamleiterkampf, da kannst du gegen deinen Teamleiter einmal kämpfen. Also du kannst so oft kämpfen, wie du willst. Aber ein Teamleiterkampf bringt dir eine Belohnung am Tag. Du kennst ja die verschiedenen Teams und das ist dann so der AI. Gegen den kann man auch trainieren sozusagen. Ist natürlich viel, viel schlechter. Also kriegt man maximal vier Belohnungen am Tag. Und die sind halt kein Vergleich zu den Inkubatoren. Ja, das ist schon mal relativ wenig, weil Belohnung pro Tag ist bei Jurassic momentan nicht begrenzt. Ja, also du bekommst nach jedem Kampf, den du gewinnst, bekommst du Coins, die du zum Leveln brauchst. Und Coins sind eigentlich so das Seltenste, was du im Spiel sammeln kannst. Die DNA kannst du relativ viel sammeln, wenn du aktiv spielst. Coins kannst du auch an den Stops, ähnlich wie bei den Pokestops, sammeln am Tag. Die ist aber begrenzt. Die ist dann, weiß ich nicht, wie häufig du drehen musst. Dann kommt einfach nichts mehr daraus aus dem Stop. Deswegen im Arena-Kampf gibt es dann nochmal zusätzlich Coins und quasi eine unendliche Zahl von Brutkasten. Die Brutkasten, da gibt es verschiedene. 15 Minuten, das heißt 15 Minuten braucht ihr dann, bis der geöffnet wird. Die könnt ihr dann nebenbei, wenn ihr auch über Nacht, könnt ihr die aufmachen lassen. Und da bekommt ihr dann eine unterschiedliche Anzahl an DNA raus und der höchste sind halt 24 Stunden. Das ist halt das, der Shit. Das ist das krasseste Ding im Spiel. Da bekommst du so krasse Sachen raus im Verhältnis schon, die du dann nachher wieder brauchst. Und wenn man sich das überlegt, wenn man nachher die Saurier gelevelt hat, dann ist das nur ein ganz geringer Bruchteil. Also du bekommst, kann das mal als Beispiel sagen, du bekommst da zum Beispiel so 150 epische DNA. Das sind halt von einem Saurier, der die Gattung episch hat, also das ist die dritte Seltenheitsstufe, es gibt insgesamt 6, bekommst du 150 DNA und wenn du den nachher auf das Maximallevel bringen wollen würdest, ich schaue gerade mal nach, was die DNA kosten wären für das Level 30 im Spiel. Ja, für das Level 30 würde das kosten, ich hab sofort 34.000 DNA. Das heißt, du bekommst da 150 DNA und du brauchst aber 34.000 DNA, um diesen einzelnen Saurier hochzuleveln. Ja, bei den niedrigen Leveln, die ersten von, also bei dem epischen jetzt von Level 11 auf Level 20, also das ist ja wenig, kostet es nur 3.000. Das heißt, die hat man relativ schnell gemacht, aber ihr merkt, je höher man dann vorankommt, deswegen ist diese DNA und das, was man da in der Arena sammeln kann, auch so wichtig. Und deswegen kämpft da auch jeder und kämpft da aktiv und dann kriegst du noch Punkte in der Rangliste und deswegen, das ist halt das Krasse. So, und zu diesem PvP-System bei Pokémon, da gibt es was Ähnliches bei Jurassic und das nennt sich Freundeskämpfe. Das heißt, da könnt ihr auch global, wenn ihr die Leute in der Freundesliste habt, ihr könnt da genauso die Leute adden wie bei Pokémon, dann könnt ihr gegen die kämpfen. Und da ist es eben so, die Saurier sind komplett auf das gleiche Level, Level 26 gemacht. Das heißt, egal, so wäre es bei Pokémon auch, egal wie viel WP die vorher hätten, sei es eine Taubsi, was maximal WP, ich weiß es nicht, 400, 700 hat oder so, und einen Klurak oder so, die wären alle auf die gleiche WP-Zahl, zum Beispiel auf 3000 skaliert. Und stellt euch mal einen Taubsi mit 3000 WP vor. Einfach nur, dass es wirklich ein fairer Kampf wäre. Und so ist es eben hier auch. Jeder Saurier ist auf das gleiche Level gebracht, sodass ihr gegen euren Freund einen echten, fairen Kampf machen könnt. Und das machen wir auch ganz oft im Stream so aus Spaß. Aber das ist ganz häufig auch einfach, damit man die Saurier versteht, welche Fähigkeiten die haben, um besser zu werden. Weil das ist ein ganz wichtiger Punkt bei Jurassic. Du kannst, wenn du jetzt anfängst zu kämpfen, du hast nicht so den krassen Durchblick, wie wenn du halt ganz viele Kämpfe gemacht hast. Und da kann man eben mit anderen Taktiken probieren, kann sich mit denen absprechen, hier setzt du mal das ein, ich setze jetzt das ein, wir gucken, was passiert. Und das ist halt, auch wenn es nur Freundeskämpfe sind, dafür bekommt man zum Beispiel auch keine Belohnung. Trotzdem werden die sehr, sehr häufig gemacht. Gibt tägliche Quests und jetzt die Gildenquests, da muss man eine gewisse Anzahl von Freundeskämpfen machen, da würde man auch wieder Ingame-Währungen zum Beispiel bekommen. Das heißt, so einen Kampf am Tag muss man dann schon machen, dass man auch diese Belohnung bekommt. Ja, das gibt es auch, aber wenn wir das so machen, ja. Und was wir auch machen, wir machen dann Turniere zum Beispiel, ja. Da kämpfst du dann gegen andere
Und da ja die Sau hier alle fair aufgestellt sind mit dem gleichen Level, sind das auch faire Kämpfe. Und dann gibt es halt irgendwann einen Sieger von dem Turnier, der auch ein kleines Preisgeld kriegt. Und das ist halt, das könntest du so einfach momentan gar nicht in Pokémon machen. Du müsstest erstmal alle auf der gleichen Stelle stehen, weil ja nicht jeder mit jedem die drittbeste Freundesstufe hat. Und bei Jurassic, du addest den und dann kannst du sofort gegen den kämpfen, egal wo du auf der Welt sitzt. Und deswegen, sowas haben wir halt jetzt, das ist auch nicht vom Spiel so vorgesehen bisher, das haben wir halt solche Turniere gemacht, Sonntag ist auch wieder eins. Oder war, je nachdem, wann ihr das Video seht. Und das ist halt aus sowas Simplem wie einem Freundschaftskampf, wo du erstmal nichts von hast, hast du aber im Endeffekt viel, weil du eine Menge Spaß da zusätzlich dran hast. Ja, so viel zu den Kämpfen. Also ihr habt jetzt gelernt, es gibt bei Pokémon Raids, bei Jurassic Strike Events, es gibt die Freundeskämpfe, es gibt PvP-Kämpfe bei Pokémon und es gibt, ich sag mal, die Arena-Kämpfe, welche sich am besten mit den Ranglisten-PvP-Kämpfen bei Jurassic vergleichen lassen. Und ich glaube, wenn da nur ein bisschen was, wenn es nur eine Rangliste wäre mit gewonnenen Kämpfen, ich glaube, dann würdet ihr bei Pokémon auch durchdrehen, ja. Es würde schon schicken, wenn es eine Rangliste gäbe mit gewonnenen Kämpfen gegen andere Spieler und die Besten bekommen, weiß ich nicht, einen Shiny Mewtwo oder so, der Beste. Ja, nee, stell dir mal vor, weißt du, wie krass, das würde doch jeder Tag und Nacht durchsuchten. Oh ja. Das wäre jetzt nur so ein Beispiel, wie du das in das Pokémon-Spiel implementieren kannst, ohne an dem Spiel was zu ändern. Du musst nur stumpf den Leuten eine Rangliste geben, dass die ein Ziel haben. Und das gibt es momentan, denke ich, leider nicht so ganz. Ne? Also momentan, ich weiß, du hast gerade gesagt, du hast noch nie einen Kampf gemacht. Momentan gibt es als Belohnung entweder ein Sonderbonbon, was halt an sich lächerlich ist. Das ja. Okay. 500 Sternstaub oder ein Sinnohstein. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ein Sinnohstein ist. Ich habe es am Rande mitbekommen, ja. Okay, damit kann man halt bestimmt, also da ist der Sinnohstein noch das Bedeutendste davon wahrscheinlich. Ja, das momentan versuchen das auch, also ist das halt auch der einzige Hauptgrund, wieso man PvP-Kämpfe macht, damit man halt den Sinnohstein bekommt. Aber ich zum Beispiel hatte halt Glück, ich habe jetzt viele Steine schon bekommen. Ich habe an sich schon alles entwickelt, was ich entwickeln kann mit dem Sinnohstein. Also ich bin jetzt momentan eher mehr über den Staub, auch wenn es wenig Staub ist. Ich meine, in 2 Monaten braucht keiner mehr diesen Sinnohstein. Und dann gibt es wirklich gar keinen Anreiz mehr für PvP-Kämpfe. Aber wie du gesagt hast, hey, Shiny Mewtwo würde, glaube ich, abgehen. Ja, stell dir das einfach mal vor. Ja, eine Rangliste, oder die müsste nicht mal global sein, einfach irgendwie... Ja, auf einem Kilometerkreis im Spiel, weiß ich nicht, Umkreis 100 Kilometer, ihr spielt gegeneinander quasi auf der Rangliste oder so. Keine Ahnung. Irgendwie könnten sich die Entwickler ja da auch was überlegen. Und genau darum soll es auch im nächsten Video gehen. Was ist so die Langzeitmotivation von den Spielen? Ja, was treibt euch dazu, Pokémon jeden Tag weiter zu suchten, bei Regen, Schnee rauszugehen? Was treibt mich dazu, Jurassic immer draußen zu spielen, auch wenn es gerade am Schütten ist, ja? Und wie sind so die Updates? Ja, wie häufig kommen neue Pokémon? Was ändern sie an dem Spiel? Und genauso eben noch bei Jurassic. Wie häufig kommen neue Saurier? Weil da gibt es eine Regelmäßigkeit. Ja, da kann ich euch schon mal so ein bisschen anteasern. Da kommen so circa alle 2 bis 3 Monate kommt ein relativ großes Update, wo die Fähigkeiten fast alle oder ein Großteil überarbeitet werden. Das heißt, da muss man sich immer wieder neu reindenken. Und wo eine gewisse Anzahl an neuer Saurier hinzukommt, die natürlich auch alles durcheinander werfen. Das heißt, da gibt es von den Entwicklern, würde ich wetten, einen Plan, in einem Jahr kommt das Update. Ja, und bei Pokémon, klar, es kommen auch die neuen Generationen rein. Und das soll es, also um diesen Vergleich soll es dann einfach noch im nächsten Video gehen, welches ihr wiederum bei mir auf dem Kanal seht. Und ja, ich denke, heute bei diesem Video zu dem Kampfsystemvergleich habt ihr mal gesehen, was in einem Spiel möglich ist, wie viele Sachen es gibt und wie einfach, zumindest aus meiner Sicht, man im Pokémon einen Anreiz dafür geben könnte, dass man mehr kämpft, dass man irgendein krasses Ziel dahinter hat. Es muss kein Shiny Mewtwo sein. Es kann auch irgendwie, ich weiß es nicht, irgendein neues Item sein. Ein neuer, besonderer Lockstoff oder so, den ihr zünden könnt an den Dingern. Könnte doch auch sein, hier. Ja, irgendwas. Weiß ich nicht. Ja, irgendwie sowas halt. Einfach nur, wo die Leute, oder ein Raid Pass. Die Besten bekommen Raid Pass umsonst. Irgendwie sowas. Das würde auch schon einen Anreiz geben. Ja, das habt ihr, denke ich, heute gesehen und ja. Könnt ihr mal eure Meinung dazu. Genau. Das sind ein paar gute Ideen. Ihr habt auch seine ehrliche Reaktion gesehen, nachdem er gehört hat, wie das abläuft. Ja, das tut mir leid. Nee, das finde ich sehr gut. Das finde ich sehr, sehr gut. Und erstmal Props an diese sehr geschmeidige Überleitung zum Ende. Das hat mir sehr gut gefallen.
Auf jeden Fall, das war's von uns heute. Wie gesagt, und in die Kommentare eure Meinung und vielleicht auch ein paar Vorschläge, was Niantic da einführen kann als Motivation für uns, als Ziel, als Belohnung. Weil ich habe schon direkt am Anfang gesagt, die Sinnoh-Steine werden uns nicht lange motivieren. Aber ihr habt es gehört, also kleine Motivation, kleiner Anreiz würde schon reichen. Eine Rangliste, all dies, das fehlt uns leider. Es fehlt halt leider echt der Grund, das Ziel überhaupt, ja, überhaupt einen PvP-Kampf zu machen. Ich meine, The Silver versucht es mit ihren Boulder Cups und ihren verschiedenen Cups. Jetzt momentan für Februar ist es der Twilight Cup. Es ist eine geile Idee, aber auch da fehlt der Anreiz. Wieso sollte ich da, also meiner Meinung nach, wieso sollte ich da mitmachen? Wieso soll ich da jetzt, vor allem das ist ja auf 1500 registriert, was halt nicht schlecht ist, aber auch nicht gut, weil ich will jetzt gar nicht zu viel darüber reden, vielleicht mache ich irgendwann mal noch ein Video darüber, aber ich habe halt keine 1500 Pokémon, die ja im Monat in dieses Schema passen und ich habe auch keinen Anreiz, mir 1500 Pokémon hochzuziehen oder zu fangen oder zu suchen, nur um jetzt an diesem Boulder Cup oder Twilight Cup mitzumachen. Da fehlt halt wirklich, der Anreiz fehlt einfach gesamt in diesem ganzen PvP-System. Das ist, glaube ich, so das Schlusswort. Es fehlt einfach der Anreiz. Genau, und darum geht es dann im nächsten Video. Und vielen Dank, dass ich auf jeden Fall bei dir wieder dabei sein durfte. Wenn ihr mehr von uns beiden auch zusammen sehen wollt, lasst es uns auf jeden Fall auch wissen. Und ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Schaut auf seinem Kanal vorbei, ist unten verlinkt. Das war's von uns heute. Vergesst nicht zu liken, abonnieren, kommentieren. Checkt die Anamis ab, checkt den Kollegen ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business. Und Jurassic World auf. Genau. Und ciao. Ciao.